So, hallo, wir machen weiter bei Super Smash Bros. Ultimate. Das letzte Mal haben wir ein bisschen rumgefillert, sind dann aber doch noch in die neue Zwischenwelt gegangen, was auch gleichzeitig die letzte Zwischenwelt ist. Und schauen uns da gerade ein wenig um und verprügeln alles ein bisschen. So ganz zuordnen kann ich sie noch nicht zu einem Spiel. Wie jetzt die anderen, die waren ja eindeutig Castlevania und Zelda und was hatten wir alles? Donkey Kong hatten wir. Dings hatten wir, Street Fighter. Na, das hatten wir alles Mögliche. Oh nein, 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 nein. Wie kam ich da raus? Ich hab's vergessen. So. Uiuiuiui. Und oh, nicht schon wieder. Wie kam ich da raus? Nein. Holy shit. Sehr schön. Nein, nicht schon wieder. Oh Gott, ich komme nicht mehr raus. Uff. Jetzt muss ich aber echt aufpassen, das nicht nochmal zu erwischen. Nein! Weil irgendwann komme ich nicht mehr raus. Sehe ich schon. Okay, hauen was weg, hauen was weg. Einfach weg. Puh. Boss-Galaga, ey. So ein dummes Item. So. Genau. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte, aber es macht nichts. Ich glaube, ich habe alles Wichtige gesagt. Okay, hier geht's nicht mehr weiter. Wo ist meine Abzweigung, die ich verpasst habe? Ach, hier konnte man noch weitergehen. Ja, okay, alles klar. So, und jetzt muss ich mich wieder entscheiden. Und drei, ein Weg ist richtig. Der Nopon-Schritte. Ich meine, wir werden eh alle bekämpfen. Aber ich glaube, wenn man den, als erstes den richtigen erwischt, gibt es eine Truhe zusätzlich, ne? Der Nopon-Schritte. Wir haben Nago. Tora? Glitzer. Ja, wuff. Woher soll ich das denn jetzt wissen? Nehmen wir Nago. Sind das Nopon-Schritte? Ich habe keine Ahnung, was der für Schritte macht. Nopon-Schritte. Es wird wohl nicht Nago sein, aber was sonst? Da 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 Oh Mann, ist doch gut jetzt. Komm, wir spielen Fußball. Ja. Conan. Wow, ich treffe halt keinen einzigen. Jetzt. Nice. Das war der Fußballtritt. So, das waren bestimmt nicht die Nopon-Schritte. Sag ich ja. Tora. Dann wird's wohl Tora. Ich habe keine Ahnung, was Blitzerstern ist. Xenoblade. Xenoblade, das könnte irgendwie wie Nopon, so ein Charakterviech. Also so eine Rasse oder was weiß ich, was das ist. Vielleicht ist das ja ein Nopon. Bist du ein Nopon? Aua. Tschüss, Pummeluff. Oh oh.
Das war knapp. Och Leute. Nein! Nein! Tschüss. Wow, beide gleichzeitig, auch nett. So, bist du ein Nopon? Ja. Na dann. Jetzt gibt's aber keine Truhe. So, aber Glitzerstern gibt's hier auch noch. Seid doch nicht so riesig, Mensch. Oh boy, 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 boy. Ja, das ist ja geil gewesen gerade. Ich habe mich mit dem erwischten Move fast selber rausgekickt. Ach komm. So. Gut, das war das. Hier geht's nicht weiter. Da geht's weiter. Oh, da ist wieder meine Abzweigung. Vier Stück diesmal. Des Zwielichtherrschers. Des Zwielichtsherrscher. Ist Aghanim Herrscher über das Zwielicht gewesen? Eigentlich nicht Twilight? Ich wollte gerade sagen, das ist doch dann er hier. Oder ist der Herrscher der C-Dings-Typ? Zanto, genau. Also der Herrscher vom Zwielicht ist doch dann eigentlich... Ganondorf war ja da eingesperrt, aber Zanto beherrscht doch die Welt. Also ohne Zelda-Wissen kommt man hier nicht weiter, das ist schon mal klar. Aber ich schwank jetzt halt zwischen Twilight Princess Ganondorf und Zanto. Weil Ganondorf wurde dorthin verbannt, ja. Aber ist er dann Herrscher über das Zwielicht? Es war doch dann Zanto. Das war Zanto. Großartiges Spiel, Twilight Princess. Bereit? Los! Ja, geil. Yo! Abra, lass das mal jetzt, ja? Plötzlich war er groß. Ah, oh, das wollte ich nicht. Das war jetzt ja richtig dumm. Ah, Schwert. Enden wir es. Fuck. Dann werden wir es halt anders, mein Gott. So. Bitteschön. Eine Schelle ins Gesicht. So.
Also meiner Meinung nach ist er der Herrscher des Zwielichts. Auch wenn Ganondorf dorthin verbannt wurde und der Stärkere natürlich ist. Na bitte. Und dann kriegt sie Truhe für. Weil ich schlau war. Verstehe. Also habe ich zwei Truhen verpasst. Das ist natürlich ärgerlich. Okay. Girahime is next. Oder wie auch immer man ihn ausspricht. Ah, die Musik ist großartig. Raus. Wow, 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 wow. Das war gefährlich. Wow, wo ist mein Boden? Boden weg. Na komm. Na gut, dann machen wir es jetzt. Tschüssikowski. Girahime. Dann hauen wir Ganondorf Twilight weg. Dann ist das so eine Quizwelt, ja? Okay. Die ist nicht einem bestimmten Genre zuzuordnen, sondern die ist einfach alles. Und es ist ja echt gut, dass wir die zum Schluss gewählt haben. Dann ist es aber auch hier interessant, wer der Boss sein wird. Ich meine, theoretisch fehlt noch ein Boss, der in Smash 1 in Brawl auch war. Aber vielleicht gibt es ihn einfach hier auch nicht. Ist ja potenziell möglich. Oder Günther Jauch ist einfach Boss. Oh, wir sind bei Ausdauer, sehe ich jetzt erst. Oh boy! Damit habe ich nicht gerechnet. Maximale Aura. Maximale Aura. Shit. Nicht gut. Oh, ich muss da raus. Nein. Oh boy. Okay, jetzt ist er down. Yes. Huh. Haben wir uns nochmal rausgerettet hier aus der Situation. Der entwickelt sich. In was denn? In dieses... Ah, natürlich in den Ganon halt von Twilight Princess. Und das ist dann auch wieder ein Leg. Oh nein, das ist dann auch wieder ein Leg. Okay. Okay, das verkürzen wir jetzt. Das ist mir jetzt zu blöd, da wieder im Studio zu warten. Das verkürzen wir. So. Komm mal her, Kollege. Guck mal, was wir hier haben. Nom. 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 Nom, 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 nom,
Nom. 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 Na, war lecker. Go. Yo. 4349. Alles klar. Okay. So. Jetzt wäre eine Frage. Wie viel? Wir haben es ja. Ja. Aber jetzt braucht man halt schon echt viel, um es noch hochzukriegen, seht ihr ja. Ja. Also so krass ist er dann mit seinen 10.000 gar nicht mal geworden. Ich kann es immer nicht so gut abschätzen, wie stark die dann werden. Aber er hat halt die Lauframme dabei. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. So. Wollte ich jetzt trotzdem jetzt gleich mal klären hier den Kollegen. Aber unser anderer Roter hat ja auch drei. Hat er drei Plätze? Wobei, im Moment, haben wir nicht aktuell Gerudon als Roten oder so? Dann haben wir doch immer noch... Muss mal gucken, was unser Roter gerade ist, der beste Rote. Weil ich aber ja eh die ganze Zeit neutral einsetze, wegen der Fähigkeit einfach, die Baby Mario hat. Weil diese Fähigkeit einfach unschlagbar ist. Das heißt eigentlich Reflexion stärken. Die reflektieren ja gar nicht, die schießen ja selber. Oh boy, nein! Tschüss! Nice! Gut. Aghanim haben wir auch. Der hätte jetzt eigentlich auch Evolution sein müssen und dann zu Ganon werden können. Aber dann halt nicht. Wobei es ja falsch ist. Aghanim ist ja nicht zu Ganon. Ich habe nichts gesagt. So, Truhe. Jawohl. Also dann habe ich jetzt halt Geisterpunkte verpasst, weil die hätte ich dann in den anderen Truhen bekommen. Schade. Werde ich aber noch mehr ver... Oh! Kaiju! Nein. Da haben wir wieder unseren Pokémon-Kampf. Ich bleib dabei. Das wäre viel cooler gewesen in dem Spiel. So zu kämpfen. Aber gut. Wir machen halt lieber... Ich habe noch 20 Aquaknarren. Dann setze ich mal eine ein und habe ich noch 19 übrig. Aber so mögen halt dann dafür Strategen das Pokémon-Spiel mehr. Das ist halt auch in Ordnung. Ist ja nicht so, dass es nicht legitim ist, so ein Spiel zu machen. Aber ich hätte mir einfach ein Live-Fighting-Pokémon-Spiel eher gewünscht. Ah, er war schneller. Holy shit. Maximale Aura. Maximale Aura. Scheiße. Ich muss jetzt echt aufpassen. Nein.
treffe ich ihn denn nicht? Oh boy! Nein! Da hat er mich erwischt. Ah! Ärgerlich. Ärgerlich. Bereit? Los! Da ist mein Ersttreffer-Bonus weg. Nein! Warum verpasse ich das denn? Dumm. Wow. Ach so. Oh, das wollte ich gerade machen. Oh, was? Das war frech. Nice. So, meine Aura ist gleich voll. Aber seine auch. Maximale Tschüss. So. Sehr schön. Gut, dass wir drüber geredet haben, auf jeden Fall. Huh. Zack. Hier ist das nächste Rätsel. Da geht's erstmal zu dem Charakter. Gut. Machen wir das doch das erstmal geschwind hier. Sturmwarnung. Wir probieren's erstmal. Bei Sturm und Erdbeben, ja, da sollte ich vielleicht schon was gegen tun. Schwerer Kampf. Was ist... Ich gehe da mal weg. Okay, das macht nichts. Das ruft auf. Hallo? Kein schwieriger Kampf. Oh, oh, oh. Da hat sich's einfach verzogen. Ach komm. Mach doch einfach einen Abflug, Fox. Wie wär's? Dankeschön. So, nix für uns. Auf dem Weg ist bestimmt noch eine Legende dabei, bevor der Typ kommt, der Hauptgegner. Au, oh, Ausdauer habe ich nicht aufgepasst. Bombenwetter ist Harald Explosiva großartig.
Jo, Rob! Ich sollte da weg. Au. Au. Na, wo bin ich denn? Da. Aua. Also der erste Kampf hat nicht so funktioniert. Ja, das nützt mir jetzt auch nichts mehr. Ja, es nützt mir, wie gesagt, nichts mehr. Yep. Gut, ich will aber eigentlich auch mal wieder mit Falcon weitermachen. Jetzt haben wir die ganze Zeit Lucario wieder gehabt. Wähle deinen Kämpfer! Captain Parker! Und irgendwie hat sich hier... Wieso habe ich denn Sprintangriff? Was ist denn bei mir verkehrt? Was war das denn für ein Quatsch? Wo hatte ich das denn drin? Bereit? Ich wollte schon sagen Tschüss Rob, aber er hat sich nicht gerettet, schade. Na, das machen wir hier nicht. Das haut eh nicht hin. Zack. Einmal Vorsprung verschaffen. Und das haut hin. Sehr schön. Tschüss, Sikorsky. Uff, uff, uff. So. Brauchen wir nicht. Ich warte auf die Legende. Die mich gleich vermöbeln wird. Weil ich jetzt müde bin. Ja, da ist die Legende Azura. Gegnerischer Ultra Smash ist plötzlich bereit. Der Gegner für den Ultra Smash ist doppelt. Oh, ey, das ist mein Trick. Was soll das denn jetzt? Oh, was zur Hölle. Ich habe keine Ahnung, was Corin kann. Ja, Mensch. Bin ich mal gespannt, was der Smash von ihr so drauf hat. Ob sie mir da gefährlich werden könnte. Ich sehe es jetzt nicht danach aus, sie setzen ja nicht mal ein. Copy.
bist du schon die ganze Zeit der Ultra Smash. Aber wir werden ihn nicht sehen. Weil. Weiß ich nicht. Oh, jetzt. Jetzt haut sie mich raus. Ja, sick. Alles klar, verstanden. Okay, ich verstehe, wie das läuft. Wenn es knapp wird, dann haut sie mich raus. Bereit? Los! Gib mir meinen Ersttrefferbonus. Dankeschön. Ach, jetzt haut sie mal den ein bisschen eher raus, ne? Ist auch in Ordnung. Also, sieht schon cool aus. Muss man zugeben. Shit. So, jetzt aber bitte nicht direkt wieder den Smash aus einsetzen hier. Aua. Nicht gut. Wow. Wow. Nein, ich wollte ihn werfen. Fuck doch alles. Shit. Ein Smash und ich bin raus. Oder so. Oh, was war das denn jetzt wieder? Was war das denn jetzt wieder? Bereit? Los! Schade. Shit. Nein. Und flick! Und flick! Nein! Problem ist, ich bin schon an dem Punkt, wo sie mich halt raushauen kann, locker. Aber ich sie auch. Nice. Yes. Waffen und Lauftempo hoch. Mal lesen, was das alles ist. Zwei Plätze. Verstärkt Nahkampfwaffen und erhöht leicht das Lauftempo. Okay. Okay. Kann man machen, ne? So, und wen haben wir hier? Ach so. Corin selbst. Na dann. Kommt also aus Fire Emblem. Bereit? Los! Hey, war Corin nicht gerade weiblich? Ah, das war wegen dem Geist, ne? Das war so eine... Ach so, das war ein anderer Skin sozusagen.
ist auf jeden Fall das gleiche Thema, nur nicht gesungen. Da, 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 da. Komm schon. Oh boy, ich hasse es. Ich hasse es, wenn ich das mache. Hi. Captain Falcons hassen diesen Trick und wir sollten den Part langsam wieder beenden. Huch. Bin ich denn dumm? Nein. Hat er das in der Luft gefangen? Ich glaube, es geht los. Oh boy. Haben wir das auch? Dann bedanke mich fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht's in der Quizwelt weiter. Und tschüss.